Ja, meine Damen und Herren, und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz im Anschluss an das DAB-Pokal-Achtelfinalspiel zwischen der MT Melsung und dem SC DHFK Leipzig. Endstand 22:27 nach 12:15 Halbzeitstand. Offizielle Zuschauerzahl 3.236 Besucher in der Kasseler Rotenbachhalle. Und damit begrüßen wir auch unsere Gäste hier vorne auf dem Podium. Herzlich willkommen dem Trainer des SC DAFK André Haber und dem Geschäftsführer Carsten Günther, zu meiner Rechten der MT-Trainer Michael Roth und MT-Vorstand Axel Gerken. Das erste Wort, Andrea, traditionell unser Gast. Bitte sehr, dein Kommentar zum Spiel. Ja, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr froh und freuen uns riesig, dass wir hier eine Runde weitergekommen sind. Das war uns im Vorfeld klar, dass das eine schwierige Aufgabe wird. Wir haben natürlich nach unseren letzten drei Bundesliga-Partien aufgearbeitet, wir haben gesprochen und heute hat viel von dem gegriffen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben eine sehr gute Torhüterleistung gekriegt von Milos Putera mit einer Abwehr davor, die unfassbar geackert hat über 60 Minuten. Wir haben, das ist extrem schön für mich zu sehen, in der Phase, nachdem wir einen sehr guten Start hatten, wo das Spiel dann so ein bisschen kippt und Melsung in Führung geht, gar nicht den Kopf verloren. Wir haben einfach weiter unseren Plan durchgezogen und sind dann wieder in Führung gegangen und haben eine zweite starke Halbzeit angeschlossen. Im Angriff, denke ich, haben wir uns heute darüber ausgezeichnet, dass wir wirklich von vielen Positionen gefährlich waren. Das zeigt auch die Torverteilung und war mit Sicherheit ein Schlüssel zum Sieg und von daher bin ich sehr glücklich über das Ergebnis. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Erste, André Haber, und das Statement von MT-Trainer Michael Roth. Bitte sehr. Schönen guten Abend. Ja, herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg. Ich denke, ich habe es gerade draußen schon gesagt, dass Leipzig heute, sagen wir, vielleicht ab der 20. Minute, wo wir eigentlich so Zugriff gekriegt haben aufs Spiel, relativ schnell diese drei Tore wieder aufholen konnte. Das war so ein bisschen ein Knackpunkt. Und zwar nicht nur spielerisch, sondern auch von uns geschenkt, weil wir den Leipzigern 4 oder 5 Bälle direkt in den Gegenstoß, in die erste Welle, in die Hand werfen. Das sind natürlich technische Fehler, die unheimlich wehtun und die auch völlig unnötig waren. Und ab dem Zeitpunkt war das Spiel dann auch letztendlich weg. Muss auch wirklich sagen, die Leipziger waren heute auch von der Handlungsschnelligkeit, von der Konzentration, von der Dynamik eine ganz andere Hausnummer, wie wir das heute waren. Wir hatten schon in Nettelstedt unheimlich Probleme mit unserem Angriffsspiel, kriegen auch zu Hause überhaupt keine zweite und dritte Welle hin. Das ist einfach zu schwach, zu ungenau und auch nicht mit dem richtigen Konzept. Das müssen wir dringend ändern bzw. verbessern, weil wir das ja schon mal gut gemacht haben. Aber wir haben natürlich auch Probleme mit unseren Rückraumspielern, die nahezu wieder durchspielen müssen, weil immer noch Philipp Müller und auch Schneider nicht in der Verfassung sind, wie man das gerne hätte. Und trotzdem müssen wir jetzt die Niederlage und das Ausscheiden abhaken, so schnell wie es geht, und versuchen uns auf Sonntag zu konzentrieren und gucken, dass wir das wichtige Bundesligaspiel gegen Magdeburg trotzdem erfolgreich gestalten können. Und wir müssen, wie gesagt, an dem Hebel ansetzen, was mein Kollege gerade gesagt hat. Die haben auch dreimal nicht gewonnen und haben dann analysiert und haben das übers Training reingeholt. Das müssen wir jetzt gucken in kurzer Zeit, dass wir uns verbessern und auch einen starken Gegner wie Magdeburg einfach besser spielen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Michael Roth. Nochmal hinüber zum SCDAFK. Carsten Günther, die letzten drei Ligaspiele, die sind offensichtlich auch nicht zu eurer Zufriedenheit verlaufen. Trotzdem hat sich die Mannschaft davon offensichtlich nicht beeindrucken lassen. Warst du ein bisschen überrascht, dass die das weggesteckt hat und heute vielleicht sogar ein anderes Gesicht gezeigt hat als zuletzt in der Liga? Nee, überrascht war ich nicht. Ich bin heute total stolz auf die Mannschaft. Das möchte ich an der Stelle wirklich betonen, weil wir hier alles andere als Favorit waren. Zu den letzten drei Spielen ist gut, dass man das mal ein bisschen einordnen kann jetzt. Natürlich haben wir da nur einen Punkt geholt. Gegen Nettelstedt hätten wir gern zu Hause 2 geholt. Die beiden anderen Spiele waren Spiele, die für uns noch keine Selbstverständlichkeit sind, dass wir da punkten. Weder zu Hause gegen die Füchse Berlin, die Tabellenführer sind, noch auswärts im Hexenkessel in Magdeburg. Wir sind aber so ehrgeizig, dass wir in jedem Spiel was mitnehmen wollen und haben das auch schon ein paar Mal nachgewiesen, dass wir das können. Deswegen haben wir
ja, nochmal eine Schippe draufgelegt, sehr viel analysiert und wie die Mannschaft jetzt damit umgegangen ist, das war schon herausragend. Also da ein ganz, ganz großes Kompliment auch an André, ans Trainerteam, wie sie das gelöst haben. Alle haben Wort gehalten, haben vor der Saison gesagt, das wäre ein Traum, Hamburg nochmal zu erleben. Und für uns als Verein, der jetzt gerade das dritte Jahr in der ersten Bundesliga ist und das zweite Mal im Viertelfinale des DRB-Pokals steht, das ergreift mich schon ein kleines bisschen. Da bin ich einfach wirklich total stolz drauf und freue mich riesig. Und jetzt wollen wir mal gucken, was da als nächstes kommt, als los. Und wir müssen aber trotz aller Euphorie heute, und das wird sicher die Herausforderung werden, ganz schnell fokussieren, weil am Sonntag Erlangen kommt. Die kommen als angeschossenes Raubtier zu uns. Und da wollen wir zu Hause auf alle Fälle in der Liga auch wieder 2 Punkte holen. Das wird eine riesen Herausforderung für den Kopf, für den Körper. Die Jungs waren jetzt auslaufen, machen das sehr bewusst. Deswegen habe ich da großes Vertrauen, dass wir dort Eisen in die Waagschale werfen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Carsten Günther. Die Frage nach der Überraschung kann ich eigentlich auch an den Axel Gerken stellen. Bei uns war es umgekehrt. Die letzten 3 Spiele volle Punktzahl. Insofern hat dich das überrascht, dass die Mannschaft heute da nicht angeknüpft hat? Ja, guten Abend. Also ich will fast sagen, wir kommen traditionell ja hier und da ein bisschen schwer ins Spiel, aber dann waren wir in der ersten Halbzeit ganz gut da, aber dann bringen wir uns eben selber durch technische Fehler aus dem Konzept und dann hatte ich schon den Eindruck, dass wir teilweise fast ein bisschen blockiert waren, hatte ich den Eindruck. Insofern ist es natürlich sehr bitter und natürlich enttäuschend, dass wir nicht weiter im Pokal mitspielen können. Aber vielleicht hat es auch am Ende etwas Gutes, dass wir mit voller Konzentration oder mit deutlich mehr Konzentration als vielleicht heute dann am Sonntag gegen den SCM spielen werden. Das wird auch unbedingt nötig sein, weil jeder weiß, was der SCM für eine starke Mannschaft ist. Und wenn wir weiter mitspielen wollen oder weiter oben mitspielen wollen, dann wäre es natürlich super, wenn wir dieses Spiel gewinnen. Aber dazu müssen wir einfach viel mehr bringen, als wir das heute getan werden. Jetzt haben wir noch ein paar Tage bis zu dem Spiel. Das heißt, ich gehe davon aus, wir werden uns schütteln und konzentrieren und arbeiten und dann mit Sicherheit eine bessere Leistung bringen. Ja, vielen Dank, MT-Vorstand Axel Gerken. Gibt es Fragen von Ihnen? Da hinten ist eine Frage, bitte sehr. Rainer Ostmann vor der Halle in Dudenhofen, weil ihm der Axel Gerken fast zur Verzweiflung gebracht hat. Die Dudenhofener waren dann im Final Four des Pokals und Eisenach ist Meister geworden. Dahinter steckt die Frage, ist denn die Mannschaft schon reif genug für beide Wettbewerber oder spielt im Kopf nicht eher die Meisterschaft im Moment eine Rolle, Michael, die Ressourcen sinnvoll einzusetzen? Man muss das ja immer im Kontext auch von so harten Wochen sehen. Interessant, was du für eine Erinnerung hast. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht eingefallen. Aber ich glaube, jeder Sportler und jede Mannschaft möchte letztlich jedes Spiel gewinnen. Und das gilt für uns genauso. Und wir sind ebenso ehrgeizig wie die Leipziger zum Beispiel, aber nicht so vermessen, dass wir eben jedes Spiel gewinnen können. Deswegen war unser großes Ziel schon heute, auf jeden Fall weiterzukommen. Weil wenn ich die Ergebnisse so sehe oder die vielleicht auch noch kommen, man möglicherweise auch mit einem guten Los dann tatsächlich nach Hamburg kommen kann. Und das möchte natürlich jeder gerne erreichen, weil es ein super Event oder eins der besten Handball-Events weltweit ist. Deswegen sträube ich mich dagegen zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf die Meisterschaft. Also das wäre, glaube ich, respektlos. Erstens dem Pokalwettbewerb gegenüber und auch allen anderen Mannschaften gegenüber. Wir sollten Demut zeigen und müssen uns auf alle Spiele konzentrieren. Ja, gibt es weitere Fragen an die Gäste hier vorne? Da gibt es eine Frage, bitte sehr. Vielleicht kurz mit Mikrofon, dann können wir das alles mithören. Dankeschön. Herr Roth, der STDFK, vor allem Carsten Günther, macht die Leipziger immer gerne ein bisschen kleiner. So klein sind sie ja gar nicht, wie sie heute bewiesen haben. Was zeichnet Leipzig aus oder was hat Leipzig heute ausgezeichnet? Naja, das ist ja auch legitim. Es gibt ja Kollegen hier in Mittelhessen, die machen immer alles klein und das ist auch ganz normal. Uns haben sie viel zu groß gemacht vor der Saison, ja, so weit sind wir nicht. Ja, Leipzig ist eine gewachsene Mannschaft, die jetzt seit 3 oder 4 Jahren fast so zusammenspielt, haben einen Spieler zurückgekriegt, der eine sehr hohe Qualität hat, der heute auch
wieder gut gespielt hat, denke ich, mit Weber. Das ist ein Kollektiv, das man bearbeiten muss, ein Kollektiv, das nie aufgibt. Das ist sehr imponierend. Das ist auch das, was ich meiner Mannschaft vom Spiel gesagt habe. Letzte Saison haben wir hier geschafft, sie niederzukämpfen. Ich habe gesagt, das ist wie ein Kaugummi in Leipzig. Die muss man wirklich so lange kauen, bis es gar nicht mehr schmeckt. Dann kann man es ausschmucken. Und sind sehr schnell auf dem Bein, haben eine wunderbare Spielanlage. Das passt alles zusammen. Von dem her kann man nur, wie gesagt, es gibt auch gar keinen. Deswegen ist das Ausscheiden natürlich ärgerlich, aber für uns ganz klar, es war heute klar die bessere Mannschaft. Und wir müssen gucken, dass wir einfach unsere Dinge besser spielen. Und Leipzig wird mit Sicherheit, wenn sie keine großen Fehler machen, Carsten, die nächsten Jahre auch da oben die ersten 6, 8 mitspielen fest. Und das ist eine Riesenleistung, so wie wir das auch seit Jahren jetzt gemacht haben. Von dem her gesehen, werden wir das verfolgen natürlich. Schade, dass ein guter Trainer gehen muss wieder im Januar. Aber bleibt ihr dabei noch. Ja, dann. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann freuen wir uns möglicherweise schon auch auf das sogenannte Rückspiel dann in 2,5 Wochen in Leipzig. Dann geht es um Ligapunkte. Vorher hat die MT das Treffen mit dem SC Magdeburg am kommenden Sonntag, 22. Oktober um 12.30 Uhr. Wir sagen herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an unsere Gäste. Weiterhin viel Erfolg mit dem SC DAFK und unserer MT genauso. Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.